Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben ja gesagt, es wird ein eher ruhiger Klangwechsel. Zunächst mal, was passiert gleich? Es wird eine Pfeife aus dem Siebenklang rausgenommen, und zwar die Gis-Pfeife. Das ist die Pfeife, die hier ganz hinten in dieser Linie ganz hinten steht. Diese Pfeife ist erst vor 17 Monaten reingesteckt worden. Das sieht man ihr auch an, denn sie blinzelt noch ein bisschen, sie blinkt noch ein bisschen. Während die Pfeifen, zum Beispiel die beiden Basspfeifen, die Sie vorne sehen, die stehen schon über 10 Jahre und sind etwas stumpf. Und manche hat Glück gehabt und einen Vogelschiss abbekommen. Und ja, ich begrüße alle, auch diejenigen, die gewissermaßen hinter der Absperrung stehen. Ich will vielleicht noch mal zwei Sätze dazu sagen. Wir können aus Sicherheitsgründen nicht mehr, so wie wir es noch vor 10 Jahren gemacht haben, alle Leute hier reinlassen. Wir hatten 1500 Leute hier drin, und wenn hier was passiert wäre, das heißt, wir müssen es leider begrenzen. Das ist ein negatives Beiding von unserem Erfolg. Wir werden es aber so machen, dass, wenn der Klangwechsel vollzogen ist, und wir werden es gleich so machen, ich werde Ute Schalz ist eine ganz alte, langjährige Freundin von unserem Projekt. Sie haben ja die Pressekonferenz nicht mitgemacht, deshalb zwei, drei Worte zu ihr. Sie ist selber Musikwissenschaftlerin und Musikjournalistin, hat ganz viele Ensembles und Festivals mitgegründet, ist einer der größten aktiven Fans für neue Musik. Und sie ist im wissenschaftlich-künstlerischen Beirat lange Jahre gewesen, und sie hat unserem Projekt etwas ganz Tolles hinzugefügt, nämlich einen jetzt jährlichen Meisterkurs. Sie hat das Geld organisiert, sie hat hervorragende Künstler organisiert und einen Cage Award. Und alle, die daran teilnehmen, sind begeistert, sowohl die Meister als auch die Schüler, wobei die Schüler schon meist 5 oder 6 CDs veröffentlicht haben, ja, und weltweit bekannt sind. Und wenn jemand das verdient, diesen Klangwechsel zu machen, Ute war vorhin ein bisschen im Zweifel, aber nein, das bist du, Ute, und das musst du jetzt dir annehmen, ja, nicht? Sonst gibt's Haue. Und ich möchte auch all diejenigen begrüßen, als letztes, die draußen auf dem YouTube-Bildschirm sitzen, und ich gebe auch einen kleinen Gruß an die Hamburger Kunsthalle, weil dort wird das in einer ganz speziellen Live-Übertragung übertragen, weil dort ein anderes transepopales langjähriges Projekt stattfindet, und da schauen uns jetzt Leute zu. So, jetzt die schon länger dabei waren, bitte die Kirche nicht abreißen, die schon länger dabei waren, Sie wissen es jetzt. Jetzt würde ich Sie nochmal für 5 Minuten alle um Ruhe bitten. Bitte klicken Sie nicht mit Ihren Mobiltelefonen, dass wir alle nochmal den alten Klang lauschen können und versuchen, so viel von ihm mitzunehmen. Dieser Klang wird auf dieser Orgel, in dieser Kirche, in den nächsten 620 Jahren nicht mehr erklingen. Das wissen wir schon, ja, nicht? Also diese Kombination. Und ich würde Sie jetzt einfach bitten, wenn Sie was mit Technik machen, bitte ohne Geräusche, ja, und dass wir jetzt nochmal 5 Minuten dem alten Klang hören, und dann werden wir die Pfeife wechseln, und danach bitte auch nochmal 5 Minuten vielleicht Ruhe. Sie können uns gern dann später Applaus geben, ja, aber dass wir dann einfach das nochmal hören. Und ab jetzt würde ich dann auch schweigen und würde dann nur Zeichen geben. Und ich darf noch Kai Lautenbach neben Ute Schalz vorstellen. Kai Lautenbach ist im Moment unser Vorstand, unser Hauptvorstand. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel gemacht, aber Kai hat 3-mal mehr gemacht. Und zwar als Ehrenamtler, genau wie ich, und neben seinem Job, ja, nicht, den er auch noch hat. Und wenn Sie nachher, wenn der Klangwechsel vorbei ist und wir den neuen Klang hören, ein bisschen Applaus spenden wollen, dann spenden Sie bitte auch unseren Leuten vom Vorstand und Ute Schalz ganz viel Applaus. Ohne solche engagierten Leute hätten wir das hier nicht machen können. Dankeschön. Thank you.
und herzlichen Dank. Danke auch für Ihre Geduld. Danke, dass Sie so schön ruhig waren. Und Ute ist ganz gerührt und ich fand es toll, dass Sie dabei waren. Wir werden jetzt hinten auch das wieder so machen, dass man drumherum gehen kann. Und wir werden dann, ich denke mal so in einer Viertelstunde oder 20 Minuten, dann auch das Gitter öffnen, dass ihr, die ihr da hinten steht, auch alle dazukommen könnt, euch das angucken könnt. Und ihr seid uns genauso willkommen wie alle anderen. Glaubt uns das. Und ja, danke. Das war's. Nicht ganz. Ich will darauf hinweisen, dass um 16 Uhr noch eine kleine Performance stattfindet. Und zwar, es gibt schon seit Jahrzehnten, muss man jetzt fast sagen, ein Stickbild. Das heißt, die Partitur wird mit dem Weiterlaufen des Klanges auch immer weiter neu als Stickbild gestickt. Und die Künstlerin, die diese Idee hatte, Sabine Groschup, die auch viele andere Sachen in unserem Projekt gemacht hat, unter anderem einen ganz tollen Dokumentarfilm, ist anwesend. Und um 16 Uhr, wer dann noch da ist und wenn es nicht Tausende sind, dürfen Sie dann ganz gern nochmal rauskommen. Dort wird dann Sabine ja, den Klang zu Ende sticken, wie immer das dann aussehen wird. Ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie uns so toll unterstützt haben. Auch diejenigen, die große und kleine Gelder gegeben haben. Ganz vielen Dank. Ohne eure Hilfe könnten wir dieses Projekt nicht so weiterführen. Dankeschön.